Was sind die Unterschiede zwischen Kunstfaser und Daunenschlafsäcken? Erstens Gewicht. Daune ist leichter als Kunstfaser und zwar um bis zu ein Drittel leichter. Zweitens Packmaß. Daune ist kleiner komprimierbar als Kunstfaser. Das heißt, wenn du auf geringes Gewicht und kleines Packmaß Wert legst, weil du zum Beispiel deinen Rucksack über weite Strecken tragen musst, dann bist du mit einem Daunenschlafsack klar im Vorteil. Drittens Haltbarkeit. Daunen sind widerstandsfähiger und damit länger haltbar als Kunstfasern. Kunstfasern werden schneller spröde und brechen irgendwann. Sobald das passiert, verringert sich die Bauschkraft, also das Volumen des Schlafsacks. Damit sinkt auch die Wärmeleistung des Schlafsacks. Viertens Preis. Kunstfaserschlafsäcke sind dafür deutlich günstiger. Und zwar kosten sie oft nur die Hälfte eines Daunenschlafsacks. Wobei aufgrund der längeren Haltbarkeit ein Daunenschlafsack langfristig gesehen wahrscheinlich trotzdem die bessere Investition ist. Fünftens Feuchtigkeit. Ein Kunstfaserschlafsack wärmt auch dann noch, wenn er feucht wird. Außerdem trocknet ein Kunstfaserschlafsack schneller. Daunenschlafsäcke wärmen im feuchten Zustand nicht mehr und brauchen wesentlich länger, bis sie wieder vollständig trocken sind. Wenn du also von vornherein weißt, dass du viel in regnerischen und feuchten Gebieten unterwegs bist, ist ein Schlafsack mit Kunstfaserfüllung, auch wenn er etwas schwerer ist, sehr wahrscheinlich die bessere Wahl. Welchen Schlafsack würde ich nun empfehlen? Daune oder Kunstfaser? Grundsätzlich würde ich dir eher einen Daunenschlafsack empfehlen. Er ist leichter, hat ein kleineres Packmaß und ist länger haltbar. Die besten Allrounder sind eindeutig die 3-Jahreszeiten-Schlafsäcke. Je nachdem, wo du unterwegs bist, würde ich eine Komforttemperatur von minus 1 bis plus 5 Grad wählen. Kurz zum Thema Tierschutz. Achte bitte immer darauf, nur von Herstellern zu kaufen, die zertifizierte Daunen nachweisen können. Ein gutes Beispiel für unabhängige Kontrollen und Testungen ist das RDS-Zertifikat, Responsible Down Standard. Temperaturbereich. In jedem Schlafsack findest du 3 Temperaturangaben. Die Komforttemperatur, die Limittemperatur und die Extremtemperatur. Ich empfehle dir, dich nur an der Komforttemperatur zu orientieren, denn du möchtest auf jeden Fall gut und warm schlafen. Die Komforttemperatur sollte mit der tatsächlich zu erwarteten Temperatur ungefähr übereinstimmen. Wenn du in den Limitbereich deines Schlafsacks kommst, dann wird es kalt werden. Eine kuschelig warme Nacht ist dann nur noch möglich, wenn du mehrere zusätzliche Kleidungsschichten anziehst. Auch wenn du Schlafsäcke untereinander vergleichst, dann achte immer auf die Komforttemperatur. Das Wärmeempfinden ist von Person zu Person verschieden und ist neben dem Schlafsack von vielen anderen Faktoren abhängig. Dabei spielen zum Beispiel Geschlecht, Gewicht, Tagesverfassung, Hunger und Müdigkeit eine Rolle. Ich würde dir empfehlen, auf Nummer sicher zu gehen, denn ein guter Schlaf ist wichtiger als ein paar Gramm Gewichtsersparnis. Ich sage das nochmal, guter Schlaf ist wichtiger als ein paar Gramm Gewichtsersparnis. Zumindest für die meisten von uns. Einteilung der Schlafsäcke. Sommerschlafsäcke starten ab einem Komforttemperaturbereich von ca. 10 Grad plus. Und sie sind auch ideal für eine Hüttenwanderung geeignet. 3-Jahreszeiten-Schlafsäcke sind die besten Allrounder und eignen sich für Sommer, Frühling und Herbst. Der Komforttemperaturbereich liegt irgendwo zwischen minus 2 und plus 5 Grad. Winterschlafsäcke fangen ab minus 2 Grad an und sind für all jene wunderbar verrückten Menschen, die auch im Winter draußen schlafen wollen. Form. Es gibt Mumien, Decken und eiförmige Schlafsäcke. Je enger ein Schlafsack geschnitten ist, desto effektiver ist er, was die Wärmeleistung betrifft. Das liegt daran, dass weniger Hohlraum vorhanden ist und der Schlafsack die eigene Körperwärme so effektiv erhalten kann. Außerdem hat er weniger Gewicht und ein kleineres Packmaß. Je breiter und großzügiger der Schlafsack geschnitten ist, desto komfortabler ist er. Dafür ist er aber auch schwerer und hat ein größeres Packmaß. Wir haben mehrere Schlafsäcke getestet, die besten Schlafsäcke und alle Tests findest du unten verlinkt. Ich hoffe, das war hilfreich. Alles Gute und bis bald.